Nicht jetzt für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, tatsächlich ist es so, im Antrag der Linken finden sich altbekannte Forderungen, die wir schon öfters gehört, öfters debattiert haben. Und wie so oft es der Fall ist, hat sich an den Forderungen nichts geändert, genauso wenig wie sich bei unserer Haltung zu diesen Forderungen nichts geändert hat. Wir werden sie ablehnen. Drei Punkte möchte ich allerdings hier noch mal genauer herausgreifen. Vieles ist ja auch schon gesagt worden. Ich konzentriere mich jetzt auf erstens das Thema BAföG, das sich nämlich auch in diesem Antrag findet. Und tatsächlich ist es so, um unabhängig vom sozialen Hintergrund ein Studium zu ermöglichen, haben wir schon seit mehr als 4 Jahrzehnten dieses sozialpolitisch wichtige und richtige Instrument. Da sind wir uns durch die Bank an der Stelle auch einig. Und weil es eben so richtig und wichtig ist, haben wir auch in dieser Legislaturperiode, man kann es nicht oft genug sagen, eine riesige BAföG-Reform gemacht. Eine BAföG-Reform, die ganz viel Geld investiert hat, die den Bundeshaushalt auch ganz schön belastet. Aber tatsächlich, an der Stelle darf ich das sagen, zu Recht belastet. Wir haben nämlich in die Studierenden investiert. Wir haben die Bedarfssätze hochgefahren. Wir haben auch die Einkommensfreibeträge erhöht. Und wir haben von Bundesseite aus, das wissen wir hier in diesem Hause alle, von Bundesseite die komplette Finanzierung übernommen. Und das kostet uns jährlich über 1 Milliarde Euro. Und auf der anderen Seite entlastet es die Länder ebenfalls jährlich um genau diesen Betrag. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld, ein ganz schöner Batzen Geld, den die Länder auch sinnvoll investieren können. Und auch bei der letzten BAföG-Debatte, ich glaube, es ist gerade mal 3 Sitzungswochen her, habe ich es auch schon gesagt, die Ausgaben für das BAföG im Bundeshaushalt, die haben sich in dieser Legislaturperiode massiv erhöht, und zwar um 2/3. Während wir 2014 noch 1,5 Milliarden Euro ausgegeben haben für das BAföG, haben wir im Jahr 2017 schon 2,6 Milliarden Euro eingeplant. Ja, das ist, ich sag mal, bei uns ist das Glas meistens halb voll. Im Gegensatz zur Opposition, da ist es meistens halb leer. Wir sagen, wir haben es fast verdoppelt. Und das ist ganz schön was, was der Haushalt verkraften muss. Das muss man auch mal sehen. Und zusätzlich kommt dazu, wir haben jetzt die alleinige Entscheidungshoheit darüber, ob wir eben die Bedarfssätze hochfahren, ob wir die Einkommensfreibeträge hochfahren. Und selbstverständlich wollen wir das auch. Aber das kann nur dann passieren, wenn wir es auch finanzieren können. Und so leid mir es an der Stelle tut, ich kann nur das immer wieder wiederholen, es ist nun mal in dieser Legislaturperiode nicht möglich, was aber selbstverständlich nicht heißt, dass es in der nächsten nicht möglich sein wird. Wir wollen das auch. Und wir wollen auch das BAföG familienfreundliche gestalten. Wir haben auch Pläne, aber sie müssen auch verantwortlich der jüngeren Generation gegenüber gemacht werden. Mein zweiter Punkt. Im Zusammenhang mit Ihrer Forderung nach einem einheitlichen Bundeshochschulzulassungsgesetz, halbwegs ein Zungenbrecher, sprechen Sie auch den Zugang zum Medizinstudium an. Und da wird kritisiert bzw. dargestellt, dass der Numerus Clausus ein Auswahlkriterium ist, das unter den Hochschulbewerbern stark sozial selektiv wäre. Ich stelle das jetzt hier an der Stelle gar nicht mal in Frage, dass diese Zahl stimmt. Mag ja sogar sein. Ich stelle mir bloß die Frage, es ist ja noch lange keine Begründung. Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass es der NC sein muss, der in diesem Fall dafür zuständig oder verantwortlich ist, dafür, dass es möglicherweise tatsächlich mehr Studierende aus besser gestellten Familien gibt, die das Medizinstudium aufnehmen. Das hat aber nicht zwangsläufig was mit dem NC zu tun. Zumindest lässt es sich nicht beweisen. Es kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass gerade diese jungen Leute sich dieses Thema mehr zutrauen, dass sie mehr Erfahrung mit dem Thema haben, weil sie selber in der Familie Ärzte haben beispielsweise. Jedenfalls kann man da nicht eindeutig darauf schließen, dass es daran liegt. Und dennoch, sage ich, sind wir uns eigentlich wahrscheinlich einig, dass der NC als alleiniges Auswahlkriterium auch bei der Zulassung zum Medizinstudium keine Aussage darüber trifft, ob zum Schluss jemand ein guter oder ein schlechter Arzt wird. Und genau deswegen haben wir uns auch dafür eingesetzt, in den Verhandlungen zum Medizinstudium 2020, dass wir andere Auswahlkriterien auch haben wollen. Da gibt es eine Menge, die man sich an der Stelle vorstellen kann. Viele werden auch tatsächlich von der einen oder anderen Hochschule schon berücksichtigt. Und das ist absolut gut so. Aber was eben gar nicht geht,
ist, dass wir Ihre Vorstellungen und Ihre Forderungen, die in Ihrem Antrag steht, unterstützen, dass die Zulassung zum Medizinstudium beispielsweise auch einfach jedem gewährleistet ist, der will. Und das auch dann noch gesetzlich garantiert und selbstverständlich innerhalb von 2 Jahren. Das geht nicht. Was würde denn passieren? Man stelle sich das einfach mal vor. Jeder von uns weiß, der sich damit beschäftigt, dass die Studienplatzbewerber im Verhältnis zu den Plätzen, die es im Medizinstudium gibt, von 5:1 ist. Bedeutet konkret, wenn man Ihrem Antrag folgt, wir müssten die Medizinstudienplätze, um sie auch wirklich jedem zu gewährleisten und anbieten zu können, verfünffachen. Jetzt wissen wir, dass das Medizinstudium jetzt nicht das günstigste Studium ist, das im Übrigen auch zu Recht, weil es qualitativ sehr gut ist. Aber es würde natürlich dann auch so sein müssen, dass wir im ersten, zweiten Semester radikal aussieben müssten. Man stelle sich das mal vor, 5-mal so viele Medizinstudenten jetzt an unseren deutschen Hochschulen, die Bewältigung des Ganzen und dann dieses Aussieben. Ja, dann hätten wir zum Schluss tatsächlich nur unzufriedene Studenten, frustrierte Eltern und im Übrigen auch eine Opposition, und da schließe ich sogar uns mit ein, die auch nicht zufrieden sein kann. Warum nicht? Weil wir zum Schluss Anträge hier von der Opposition diskutieren würden, wie selektiv, sozial selektiv denn das Aussieben an unseren deutschen Hochschulen wäre. Und wir wären deswegen nicht zufrieden, weil wir Geld in diesen Bereich investieren müssten, der dann für nichts anderes mehr, was wir an sinnvollen Instrumenten im Bildungs- und Forschungsbereich auf den Weg bringen und verbessern müssten, da wäre, geschweige denn für eine ausreichende Finanzierung beim BAföG. Wo wir uns übrigens einig sind, sage ich auch ganz deutlich, Studienberatung, aber auch Berufsberatung, da legen wir ganz besonderen Wert drauf, sind wichtig. Gar keine Frage. Selbstverständlich wollen wir, dass unsere Schüler darüber Bescheid wissen, welche Wege es gibt, welche Möglichkeiten und vor allem auch, was dahinter steckt. Und ja, auch ich wünsche mir Mutmacher. Aber ich wünsche mir nicht nur Mutmacher, die jemanden zum Studium antreiben. Ich wünsche mir auch Leute, die sagen, es ist eben kein Fehler, eine berufliche Ausbildung aufzunehmen. Es ist nicht alles verloren, wenn man zum Schluss nicht an einer Universität oder an einer Fachhochschule landet. Auch in der beruflichen Ausbildung gibt es großartige Chancen. Und drittens, Sie fordern auch in Ihrem Antrag, ich zitiere, unverzüglich eine Aufstockung und Verstetigung des bestehenden Hochschulpakts. Ja, und da wissen wir ja tatsächlich, dass wir unterschiedlicher Meinung zwangsläufig sind. Unserer Ansicht nach ist es eben nicht unsere Aufgabe, dass die Aufgabe des Bundes, sich die Zuständigkeiten der Länder anzueignen und schon gar nicht langfristig. Der Hochschulpakt wurde damals richtigerweise entwickelt zwischen Ländern und dem Bund, um gerade in einer schwierigen Situation, an der viele Hochschulbewerber an die Universitäten, an die Fachhochschulen gedrängt haben, die doppelten Abiturjahrgänge zu bewältigen und gleichzeitig die Aussetzung der Wehrpflicht gerecht zu werden. Und es ist richtig, der Schritt war richtig, er war auch notwendig. Und wir haben als Bund zusätzliches Geld gegeben und in dem Fall, obwohl wir nicht zuständig gewesen sind, bewiesen, dass wir auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen können und die Länder nicht alleine lassen. Aber es ist eben keine Entschuldigung und schon gar keine Garantie, auf Dauer die Übernahme von so wichtigen Aufgaben der Länder hier von Bundesseite aus zu rechtfertigen. Es ist Kernaufgabe, die Grundfinanzierung der Hochschulen der Bundesländer. Und ja, auch wir möchten weiterhin helfen. Aber wir setzen da weniger auf das Thema Quantität, sondern vielmehr auf das Thema Qualität. Und das ist auch richtig so. Herzlichen Dank. Zum Abschluss dieser Beratung